Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist eine neue Ausgabe von mir und Ark Survival Evolved. Ja, gestern war jetzt eher so ein semi-erfolgreicher Tag, sage ich jetzt mal. Ich war zwar jetzt grundsätzlich nicht schlecht, aber ich bin einmal gestorben. Ein Super-Truthahn, einer von denen da drüben, hat mich dahin gerafft. Level 250 immerhin. Ja. Gut, wir haben was dabei gelernt. Aber, tja, was soll ich sagen? Ist jetzt halt so, jetzt, ich versuche einfach mal das Beste draus zu machen. Ich versuche jetzt erstens mal hier wieder ein bisschen Metalle einzusammeln und Steine und so Zeug, weil ich habe ja gesagt, ich will mein Equipment verbessern und Metall scheint mir jetzt erstmal ein guter Ansatzpunkt, um zum Beispiel meine Axt zu verbessern. Und eben auch sonst ein bisschen besser zu werden. Gleichzeitig könnte ich auch darüber nachdenken. Hier ein bisschen weiter zu kommen, indem ich mit meinem Trike ein bisschen mehr kämpfe. Dann kriegt er nämlich auch mehr Punkte. Ich kriege ein bisschen Leder. Also alles in allem müsste das schon was bringen. Gut, jetzt gibt es hier gerade nichts mehr zu tun. Ist aber auch nicht so schlimm. Noch mal ein bisschen nach da hinten, weil da sehe ich noch mehr Metalle, also potenzielle Metalle. Kurz einmal schauen, Holz und Stroh bräuchte ich noch. Holz und Stroh, aber der müsste es doch eigentlich am Start haben. Ja, Holz und Stroh. So und so. Fasern. Ja, Fasern finde ich jetzt hier auf dieser Insel hier nicht, aber das ist nicht das Problem. Ich versuche jetzt erstmal die Insel so ein bisschen zu erkunden. Und einfach so viel Metall wie möglich mitzunehmen. Was ist denn hier los? Hallo? Randale oder was? So. So. Ich hatte auch irgendwie in Erinnerung, dass es genau hier auf dieser kleinen Insel gibt es auch so ein Schatz, so eine Schatzkiste. Müsste ich mal gucken. Das wäre so in der Inselmitte gewesen. Aber ich kann mich ganz dunkel dran erinnern, dass es das zumindest mal gab. Schauen wir mal. Das war irgendwo da hinten. Du hast gekackt. Ach, das sind ja echte Highlights. So, jetzt muss ich nochmal nachdenken. War das jetzt irgendwo hier? Nee. Nee, nicht hier. Also noch. Ups. Noch ein bisschen weiter.
gefallen lassen. Ich bin ja echt selten dämlich. So. Jetzt nochmal. Reparieren. So. Mensch, dieser Super Turkey geht mir immer noch nicht aus dem Kopf. Da hat mich dieser Truthahn echt hingerichtet. Fuß schneller. So. Also. Schauen wir mal. Das war irgendwo in der Inselmitte. Das weiß ich ziemlich genau. Aber das heißt natürlich nur lange nicht, dass ich das jetzt hier finde. Da ist es. Da ist es doch. Genau. Da haben wir das da. Da. Explorer Note. Tada! Tada, tada, tada. Schön. Explorer Note. Helena Walker. Ah, da ist es doch. Sabertooth Salmon Dossier. Also wahnsinnig viele von den Teilen habe ich jetzt auch noch nicht gefunden, ne? Na gut. Aber ich bin Level hochgegangen. Das heißt, ich kann mir... Oh, ich müsste was essen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und was trinken wäre eigentlich auch gut. Okay, kümmere ich mich gleich drum. Wir machen erstmal kurz hier das, was wir immer tun. Zit. Den Sattel, auch wenn es noch überhaupt gar keinen Sinn macht. Und dann das da. Und jetzt habe ich noch... Sockel für ein Artefakt. Warum auch nicht? So. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Doch. Ich gehe mal Richtung Wasser, weil da muss ich hin. Ah, oh, noch ein Explorer Note. Das hab ich noch nicht gesehen gehabt. Ein... Was? Daeodon. Ein Wildschwein. Ein sehr robustes Wildschwein. Okay. Ich kann mir noch Punkte vergeben. 5 gleich. Ich könnte mir auch mal Punkte geben für Wasser. Das macht zwar jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn, aber Nahkampfschaden. Ich mach mal ein bisschen Nahkampfschaden. Das ist bestimmt nicht so schlecht. Hä? Echt jetzt? Habe ich jetzt so viele Punkte bekommen? Ich hatte gerade das Gefühl, da standen irgendwie 300 oder sowas. Sehr gut. Damit habe ich hier auch wieder was. Das geht nicht. Wir stiefeln mal einmal zurück zum Floß, damit wir die Sachen ein bisschen abliefern können, die ganzen Steine und so. Und dann nehmen wir auch das Floß und fahren ein bisschen weiter. Ach Gott, ich habe noch nichts getrunken. Schwupps. Kalt. Ihm ist kalt. So. Wir müssen relativ weit laufen, aber okay. Jetzt bin ich auch noch erschöpft.
So, dann. Einmal noch ein bisschen was abbauen auf dem Weg Richtung Heimat. Oh, dreimal Metall, gar nicht schlecht. So, jetzt muss ich langsam aufpassen, weil ich denke, ja, ja, ich bin jetzt ein bisschen müde. So, aber dafür bin ich jetzt auch schon bei meinem Floß. Das sind diese Killer-Truthähne. Traue ich mich jetzt nicht mehr ran. Gut, prima. So, dann würde ich vorschlagen, hauen wir die ganze Scheiße da rein. Gut. Was brauche ich denn jetzt hier alles? Moment mal. Ich könnte erstmal was essen. Das scheint mir kein Fehler zu sein. So, was ist jetzt noch so am Start? Ich habe ein bisschen Öl habe ich bekommen. Das heißt, ich könnte das Inventar öffnen. Ach so. Also das Öl versuchen wir gleich mal hier reinzupacken. Da macht es am meisten Sinn. Dann nochmal die Feuersteine, 44 Stück immerhin, die zermahle ich. Halbieren. Die zermahle ich. Ja, brauche ich Steine. Aber Steine habe ich ja. Ja, komm. Muss ich mal Stapel teilen, halbieren. Die zermahle ich mal zu neuem Zündpulver. Okay. Dann schnappe ich mir mal sein Inventar. Und mach mal ein Feuer. Entleere den Rest des Inventars. Fasern. Was ist eigentlich mit den anderen Sachen? Kann ich die ebenso wenig? Ja, brauche ich überall Fasern. Ja. Okay. Was haben wir noch so? Genau, nochmal 100 Steine. Der Rest ist okay. So. Prima. So, nachdem wir das gemacht haben, können wir jetzt noch ein bisschen weiter gondeln. Und dann schauen wir einfach mal, was wir noch so erreichen können. Ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen weiter auf dieser Insel oder an dieser Insel entlang. Vielleicht entdecke ich ja noch das eine oder andere, was ich jetzt beim ersten Mal so noch nicht erkannt habe. Aber wie gesagt, für mich steht jetzt erstmal im Vordergrund, ein bisschen Metall zu finden. Und dann schauen wir weiter. So, aber das hier sieht auf jeden Fall alles ziemlich identisch aus. Ich kann jetzt hier nicht erkennen, dass ich hier jetzt wahnsinnig viel verpassen würde. Trotzdem wage ich noch mal einen kurzen Landgang.
Nee, wollte ich nicht. Feuer löschen. Genau. Dann schnappe ich mir ganz schnell. Genau. So, kriege ich jede Menge Siliziumperlen. Ich glaube, mit diesen Siliziumperlen, sollte ich mich auch mal irgendwie noch ein bisschen beschäftigen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass man aus den Siliziumperlen sinnvolle Dinge herstellen kann. Habe ich bis jetzt aber überhaupt gar nicht mal mich gar nicht damit beschäftigt. Moment mal. Wenn ich jetzt das hier mache, was habe ich denn hier so für Konsumgüter? Medikamente? Aus Siliziumperlen kann ich doch bestimmt Glas herstellen, oder? Schwaches Heilmittel, Konsumgut. Okay, das finden wir raus. Ich glaube, das lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Siliziumperlen. Also ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher. Hier, da heißt es, können zu Siliziumscheiben verarbeitet werden. Siliziumscheiben. Hm. Na gut, wir werden es sehen. Ich schaue jetzt mal, ob ich hier noch irgendwas freischalten kann. Zum Beispiel Nee. Und Glas? Wie ist denn das? Wasserglas zum Beispiel. Ich würde das eigentlich ja gerne herstellen. Benötigte Engramme Wasserschlauch. Kristall. Wo finde ich denn Kristall? Hm. Okay, so geht's nicht. Also gut, dann schalte ich mir jetzt noch ein paar Engramme frei, die ich noch nicht habe. Wasserglas, ich würde das echt gerne mal machen. Das habe ich schon in der letzten Staffel nicht geschafft. Okay, Stein. Verstärkte Falltür. Ja, ich habe ja genug. Ich habe ja genug Punkte. Haben wir noch den Sattel. Speerbolzen. Bestimmt auch toll. Metallbarrikade, klar. Wenn man viel Metall hat, ist das eine super Sache. Katapultgeschütz, natürlich. Bärenfalle, klar. Toilette, finde ich super wichtig. Da haben wir nochmal einen Sattel. So, und dann noch den da. Prima, alles klar. Ja, wir schauen mal. Keine Ahnung, irgendwie diese Siliziumscheiben scheint mir ja schon zum Konsumgut, was man durchaus herstellen könnte, aber ich weiß nicht wie. Hm. Gut. Wir werden sehen. Was ist hier los? Was fehlt mir? Feuerstein. Naja, bringt jetzt nicht viel. Ist aber egal. Gut, alles klar, meine Lieben. Mein Name ist Captain Bam, ihr seid die Besten. Morgen geht's weiter. Ich glaube, ich werde umdrehen, ein bisschen in meiner Hütte weiterbauen. Und ja, und dann schauen wir einfach weiter, was wir noch so erreichen können. Fällt da bestimmt noch das ein oder andere ein. So, meine Lieben, dann sage ich mal, bis morgen. Macht's gut. Tschüss. We'll be right back.